herzlich willkommen. Schön, dass ihr alle da seid. Ich habe mir heute gedacht, mal ein Zoom zu organisieren mit der lieben Julia. Julia Drath ist unsere Expertin im Team und mag mal ein bisschen berichten über die Kindergesundheit. Denn ich erlebe es als Mama von zwei kleinen Kindern und auch mit meiner Arbeit im Schlafcoaching einfach immer wieder, dass berichtet wird, dass die Kinder immer krank sind. Ja, beim Kindergarten immer wieder, oh, jetzt ist schon wieder so ein Wetterwechsel, dann sind wir sofort wieder erkältet und haben wieder dies und das. Und ich sage, oh, das gibt es doch nicht, weil wir das so nicht kennen. Also unser Großer ist 4, der geht seit 2,5 Jahren in die Kita, der schleppt uns nichts an. Da läuft vielleicht mal ein bisschen die Nase, wenn er sich verkühlt hat, aber nicht diese grüne Rotze, sage ich immer, oder Fieber und Magen-Darm und so weiter, das kennen wir alles nicht. Und mir ist es wichtig, das einfach auch weiterzugeben, dass andere auch mal ja, hören, wie es möglich ist, die Kinder gesund durchzubringen und wenn mal was ist, was man einfach auf schnellem und pflanzlichem Wege dagegen machen kann. Und deswegen freue ich mich sehr, Julia, dass du dir die Zeit nimmst und uns hier heute Abend ja, etwas dazu erzählst. Vielen Dank. Sehr gerne, ihr Lieben. Darf ich dann übernehmen, oder? Ja, ne? Gerne, ja. Genau. Also, ja, wenn ihr denkt, was, Nicole, deine Kinder schleppen nichts aus dem Kindergarten, möchte ich euch gleich sagen, die ist nicht die einzigste. Meine Kinder sind auch super fit, die sind auch in den Kindergarten gegangen, sind die jetzt aber in der Schule. Also ich habe einen Sohn, der wird 9 und Tochter wird 7, also so ein Drittklässler und Erstklässler, ja. Und die waren auch ab dem 3. Lebensjahr im Kindergarten. Und die haben auch nichts nach Hause mitgebracht, ja, obwohl wir ganz oft an der Tür vom Kindergarten Schilder hatten, Achtung Läuse, Achtung Magen-Darm, Achtung dies und das, so. Und ja, und mein Traum damals war noch, ich habe gesagt, wow, ich möchte einfach so viele gesunde, glückliche Familien in unserem Land sehen, die endlich leben, weil ich verstanden habe, ich bin nicht einfach so ein Glückpilz, ja, und bei mir funktioniert das so und bei Nicole, wir sind halt Ausnahmen. Ich habe nur verstanden, dass wie wir leben, wie wir Gesundheit sehen und wie wir das verstehen, wie wir das unterstützen bei unseren Kindern, ist einfach gut, weil wir diese tollen Ergebnisse haben. Und mein Wunsch war damals, immer mehr Familien, jungen Familien damit anzustecken, damit, also ich sage sogar, damit sie einfach freier leben, weil für mich Thema Gesundheit ist ein starkes Fundament und die mal schon kranke, also die Eltern, die kranke Kinder hatten, wissen, wie doof das ist, ja, schlaflose Nächte, Sorgen und, ja, heißt auch nicht, dass unsere Kinder nicht mal irgendwie krank werden können, nur man weiß einfach sehr schnell, wie man Kindern helfen kann und in der Regel sind unsere Kinder überdurchschnittlich gesund. Und das ist das Wichtigste. Und ich bin nicht nur, ja, ich bin Nicole, hier gibt es auch Sabrina und gibt es ein paar andere Leute, Frauen von unserem Team, die später noch was dazu erzählen werden. Ich habe sie auch gefragt, ob die kurz was sagen. Und für mich ist das wirklich ein Vorrecht, viele Familien zu begleiten, ja, und zeigen, dass es anders geht. Natürlich ist alles eure Entscheidung, ob ihr so leben möchtet oder nicht. Deswegen hat Nicole mich so angesprochen und sagt, Julia, lass uns doch nicht nur für Erwachsene solchen Vortrag machen, sondern auch für Familien, für Kinder. Und er sagt, ja, stimmt. Genau, dafür brennt auch mein Herz, weil es ist cool, tolle Familien zu haben, die nicht nur mit kranken Kindern sich rumschleppen müssen, sondern für was anderes wirklich Zeit und Herz haben, ja. Genau, also, lange Rede, kurzer Sinn. Ich würde für euch eine Präsentation mal zeigen, also Bildschirm freigeben. Ich wollte nur mal kurz sagen, ihr dürft jederzeit auch mein Mikrofon anmachen, was fragen oder was sagen. Kein Problem, könnt ihr gerne machen. Aber wenn ihr da nichts fragt, haltet bitte das Mikrofon einfach aus, dann, damit es so keine Hintergrundgeräusche gibt. Ihr habt eine Chatfunktion. Nicole wird dann einfach gucken, ne, was da für Fragen kommen und mir ein bisschen helfen, weil wenn ich Präsentation jetzt starte, dann kann ich nicht den Chat überwachen. So, genau. Ja, so sehen vielleicht die glückliche Familien, zumindest im Internet. Genau, aber ja, es ist cool, Familien zu haben. Sehr wichtig, sehr schön. Und ja, es gibt viele Wege, die nach Rom führen. Ihr kennt diesen Sprichwort. Oder ihr sagt immer, es gibt viele Konzepte. Zum Beispiel, wie isst man Spaghetti, ja? So, aber wenige Wege funktionieren wirklich. Und so ist das bei unserer Gesundheit. Wenn ich jetzt, keine Ahnung, 100 Familien vor mir haben würde und frage jede Familie, sag mal, worauf kommt das an, dass die Kinder gesund sind?
Ich glaube, es wird kein zwei gleiche Antworten bekommen. Ja? Also jeder hat so sein Konzept. Ne? Und bei vielen funktionieren Sachen gut, ne? Aber bei wenigen nicht gut, obwohl ich glaube, alle Eltern sorgen um ihre Kinder und wollen, dass es ihnen gut geht. Warum haben wir dann viele Familien, wo Kinder wirklich sehr viele gesundheitliche Probleme haben? Und in der Regel in unserer Gesellschaft ist das so, wir rennen dann zum Arzt. Nur viele wissen auch nicht immer, ein Arzt kann helfen und manchmal braucht man ganz andere Wege, okay? So, deswegen möchte ich euch das Gesundheitskonzept ein bisschen erzählen. Unter Konzept verstehen wir einfach einen Lebensstil, einen Lebenswandel und wir führen, sage ich mal, oder wir achten so besonders auf unsere Gesundheit. Und wenn Nicole später auch ein bisschen ihre Geschichte erzählt, vielleicht zu Julian, wenn wir noch Zeit haben, schaut ja mal, oder vielleicht kennt ihr die Geschichte. Manchmal gibt es auch wirklich unheilbare Sachen, wie Ärzte das sehen. Und in unserem Team haben wir sehr viele Eltern, wo Kinder auch gesund geworden sind. Dann manche, wenn ich das so erzähle, irgendwo sagen die, was? Das kann nicht sein. Das hört sich wie ein Märchen an. Deswegen fange ich auf meinen Vortrag. Es war einmal eine Zelle. Heute gibt es ein Märchen über unseren Organismus. Also die Kinder oder Erwachsenen auch, die Kinder vielleicht ein bisschen weniger, aber auch jedes Kind wird irgendwann mal erwachsen. Ein erwachsenes Organismus, sagen die Wissenschaftler, besteht aus 10 hoch 14 Zellen. Ja? Und das ist so eine menschliche Zelle. Das ist eine 1 mit 14 Nullen, ne? 10 hoch 14, 100 Billionen. Also sagen wir mal, selbst wenn die Kinder nur die Hälfte haben, ist trotzdem viel. Warum? Weil die Durchschnittsgröße liegt bei 0,025 Millimeter. Und wenn du alle Zellen deines Kindes zu einer Perlenkette machst, kennt ihr eine Schnur und dann so Perlen, ja? So kann man die Zellen aneinander reihen. Und so gab es einen Physiker, der diese 10 hoch 14 Zellen aneinander gereiht hat und hat behauptet, dass er von einer einzigen Person mit dieser so langen Schnur einmal um den Globus kommt. Also ich fand diese Vorstellung, einmal um den Globus zu kommen, schon ziemlich krass. Ich dachte, und das ist ihm tatsächlich gelungen. Und wenn ich so Veranstaltungen habe, wo Leute vor mir sitzen, dann spiele ich ein bisschen mit dem Publikum und kann fragen. Ihr müsst jetzt hier nicht antworten. Fakt ist, vielleicht denk für dich, welche Zahl wäre das so aus dem Bauchgefühl? Wie oft kommt man mit dir um den Globus? Ich löse das auf. Bei erwachsener Person liegt das 60 Mal. Stell dir vor, aus dir, aus erwachsenen Papa, Mama, kann man eine Schnur machen und 60 Mal um den Globus kommen. Wenn die Kinder auch nur die Hälfte sind, kommst du trotzdem 30 Mal um den Globus. Stell dir vor. So, und auf einmal wird diese 100 Billionen Zellen irgendwie so, boah, wirklich viel, ja. Und warum wir über die Zellen reden, ganz einfach, weil jedes Organ, an welches du denkst, und es geht ja um unsere Kinder, damit die gesund sind, damit die ganzen Organsysteme gut funktionieren, musst du verstehen, dass jedes Organ aus irgendeinem Gewebe besteht, ja, das ist kein Hashtag, das ist jetzt so Gewebe in meiner Sprache, und Gewebe besteht nur aus Haufen Zellen. Deswegen jedes Organ, und ich weiß, ich kenne euch jetzt nicht, die hier im Chat sind oder Leute, die dann im Video später angucken, vielleicht sind eure Kinder betroffen, sind krank, vielleicht habt ihr Hautkrankheiten oder irgendwelche Organe oder sonst was. Ihr müsst verstehen, jedes Organ ist nur ein Haufen an Zellen. Und in unserer klassischen Medizin wird ein Mensch quasi auf 12 Teile zerstückelt, sage ich das absichtlich so, ein bisschen provokant. Warum? Weil es ist halt so, ja, in Schulmedizin gibt es immer Fachärzte für jedes System. Einige der Systeme kennt ihr bestimmt. Jetzt seit Corona gibt es in aller Munde das Immunsystem, ja, deswegen gibt es Immunologen. Es gibt Herz-Kreislauf-System, da gehört, oder Facharzt dafür ist ein Kardiologe und so weiter. Ja, gibt es Verdauungssystem, zentrales Nervensystem und so weiter. Und natürlich, so wie alle erwachsenen Kinder, besteht auch aus diesem System. Nur, ich habe lange, lange vor Coral Club noch gedacht, oh Mensch, gebe da nicht so eine ganzheitliche Medizin? Wenn ein Kind krank ist und ich bringe zu einem Spezialist, dann doktert dieser Arzt nur an einem Zwölftel. Und das müsst ihr verstehen. Es ist nicht ganzheitliches quasi Wissen und System, was die dann anwenden. Ja? Deswegen, da sollte man generell schon in Frage stellen und überlegen, okay, wie funktioniert das Gesamte? Und das ist quasi nochmal das gleiche Zelle, Gewebe, Organsysteme. Und vielleicht fragst du dich jetzt, ja, wo entsteht denn überhaupt eine Krankheit? Und wenn man zu klassischem Kinderarzt geht, der Kinderarzt fragt, ja, wieso kommen Sie? Dann sagst du, ja, aua, aua, irgendwo tut was weh oder irgendwelchen Ausschlag oder sonst was. Ne? Dann müsst ihr verstehen, der klassische Kinderarzt, Mediziner, der guckt eigentlich nur auf Systeme und Organe. Er sagt, aha, Haut,
Also Hautsystem, ein Ausscheidungssystem, meistens wird eine Salbe verschrieben, ja. Ein Kind hustet, okay, schnell ein Spray, ja, um Husten zu stoppen. Okay, haben Sie Durchfall, schnell eine Zäpfchen-Tablette oder sonst was, wie heißt das, Tinktur oder sonst was, um Durchfall zu stoppen. Wenn man aber ganzheitlich das ganze Organismus anguckt und Physiologie versteht, weiß man, dass oft auch ein Husten zu stoppen ist eigentlich total falsch. Warum? Weil Lunge hat nur einzigen Weg, sich zu befreien, durch Abhusten, durch Husten. Ja, also Husten so gesehen ist sogar eine Heilung und nicht die Krankheit selbst. Oder Fieber. Wenn ein Kind Fieber entwickelt, hey, freu dich, dann funktioniert sein Immunsystem, das ist sehr gut, denn es gibt zum Beispiel Bakterien wie Staphylokokken, die werden erst bei der Temperatur 39 Grad, also Körpertemperatur, verbrannt. Und deswegen ist das überhaupt nicht sinnvoll, wie viele, viele Eltern, die ich auch so kenne oder gekannt habe vielleicht, ne? Die bei 37,5 schon gleich ein Zäpfchen mit dem verpassen. Ja? So, also Durchfall ist auch was Nettes. Warum passiert ein Durchfall beim Kind? Indem, wenn da Gifte im Darm sind, ist es ein Schutzmechanismus. Der Organismus schließt komplett den Darm und alles, was im Darm ist, wird nicht in Blutbahn aufgenommen, damit weiter Körper nicht vergiftet wird. Und das ganze Wasser, ganze Flüssigkeiten, die Körper sonst normal auch produziert, geht einfach raus. Aus, ohne im Blutbahn aufgezogen werden. Deswegen entsteht ein Durchfall, aber dadurch spült der Organismus diese ganze Gifte aus dem Darm. Also es gibt nichts Besseres bei einer Vergiftung, wenn man Durchfall bekommt, ja? Oder kotzen, ja, oder sich übergeben. Also, ne? Sorry für meine Sprache, ist auch ein Zeichen von sich etwas befreien. Also generell, ich würde schon gleich so einen Gedanken weitergeben, versucht das Organismus von Kind als was Ganzheitliches zu sehen, was sehr Intelligentes, was sehr Gutes. Und es gibt beim Kind nichts, was irgendwie falsch laufen soll, ja, so in der Regel. Und deswegen, wenn auch Körper entscheidet, Temperatur hochzufahren, dann ist das gut, ja. Klar sollte man das im Auge bewahren, aber bei gesunden, wenn du vom relativ gesunden Kind ausgehst, ist das sehr, sehr gut. So, deswegen generell muss man viele Dinge auch reflektieren, die wir seit viele Generationen in unserem Kopf haben und versuchen immer zu stoppen und so weiter. Okay, nochmal zurück zu dieser Folie. Also wir sehen, dass unsere klassische Medizin nur alles, was im Körper passiert, quasi schlimm, ein Symptom, schnell stoppen. Schnell muss es aufhören, ja. So, und Problem ist dabei, wenn jetzt zum Beispiel um Husten geht und man Husten ständig unterdrückt und gleich Hustensaft, der nicht Krankheit heilt, nicht die Erreger tötet, nicht wirklich die Ursache, an der Ursache arbeitet, sondern nur, sage ich mal, Lunge paralysiert, damit Lunge nicht mehr verkrampft und nicht mehr hustet, natürlich die ganze Krankheit bleibt drin. Und dann muss Organismus andere Wege suchen, auf komplizierten Weg das loszuwerden. Versteht ihr? So. Und wenn wir aber tatsächlich über Ursachen reden, dann werdet ihr gleich merken, dass auf zellulärer Ebene sieht man die Ursachen für Krankheiten viel deutlicher, viel einfacher. Und wenn du das verstehst, was ich heute in dieser, ja, in dieser, weiß nicht, wie lange ich dafür brauchen werde, in dieser Zeit euch vermitteln möchte, klar, vielleicht werdet ihr noch Informationen brauchen. Ihr habt Nicole oder andere Leute, die euch dazu eingeladen habt, fragt ihr ruhig. Wir sind dafür da. Wir haben ganzen Schulungen, wo wir Menschen schulen, lehren, zeigen, manche buchstäblich an die Hand nehmen und über diese ganze Programme durchführen, besonders wenn es um eure Kinder auch geht. Klar, ihr kriegt genug Unterstützung. Okay, gehen wir weiter. Worauf kommt das erstmal an bei den Zellen, wenn die Zellen gesund sind? Ganz einfach, es geht auf die Nährstoffe drauf an, ihr Lieben. Auch so wie bei Erwachsenen wie bei Kindern, wir müssen Nährstoffe, wir müssen generell essen, deswegen machen wir Frühstück, Mittagessen, Abendessen, Snacks. Wir essen nicht nur, weil das unbedingt unsere familiäre Zeit ist, ne? Schön, als wenn Familie sich zusammentrifft am Abend und wir tauschen aus über unseren Tag und so weiter. Wir essen eigentlich hauptsächlich, weil unser Körper Nährstoffe braucht. Und hier gibt es so eine interessante Zahl. Wir in unserem Team oder von unserem Mindset hier, den wir hier vermitteln, sagen wir mal Code der Zelle. Das ist quasi das, was jede Zelle des Kindes oder des Erwachsenen essen muss und jeden Tag am besten. Ja? Es gibt zum Beispiel 22 Aminosäuren, Mineralien, Vitamine, Enzyme, mehrfach ungesättigte Fettsäuren. Und jede Zelle, unser Organismus oder vom Kind, braucht diese Nährstoffe.
Und wenn du jetzt gerade so vielleicht guckst und denkst, oh Gott, hat mein Kind heute Enzyme gegessen oder Aminosäuren oder so, ja, dann sage ich, okay, willkommen im Club. Es ist wichtig, dass du dich tatsächlich auseinandersetzt, okay? Aminosäuren, egal ob Kind jetzt tierische Proteine oder vielleicht pflanzliche Proteine bekommt, es ist wichtig, dass das wie Baumaterial, Vitamine, Mineralien, Enzyme und Fette. Und bei Enzymen, du siehst vielleicht eine Spritze jetzt hier, ich wollte einfach nur verdeutlichen an dieser Stelle, dass wir heute wirklich nicht nur auf schöne Verpackung gucken müssen, sondern wirklich auf die Qualität von Nährstoffen, die wir essen. Weil in der Lebensmittelindustrie wird viel gefuscht. Zum Beispiel ist es sehr unangenehm, wenn tonnenweise Äpfel vergammeln würde, falls ein Apfel wie noch vor ein paar Generationen sehr, sehr viele Enzyme haben würde. Deswegen in der Lebensmittelindustrie hat man entschieden, aus dem Obst und Gemüse bewusst Enzyme zu eliminieren. Ja? Entweder geht das durch, wie gesagt, chemisch Äpfel bearbeiten oder wird schon genmanipuliert. Die Pflanze genmanipuliert, weil es ist besser oder wirtschaftlich, wenn dein Apfel ein paar Wochen so schön in der Wärme liegen kann, statt wenn er so braun wird, richtig? Nur, wir müssen verstehen, heute, sagt man, braucht ein Erwachsener statt einem Apfel 2 Kilogramm Äpfel, um die Nährstoffe noch zu bekommen, wie eure vielleicht Eltern oder Großeltern. Ne? So, und beim Fleisch wisst ihr auch, wie heute ganze Hühner und alles gezüchtet wird. Also wir müssen generell, wir sind Eltern in der Verantwortung, was isst unser Kind tagtäglich. Ja, da gibt es natürlich sehr viele Ernährungsrichtungen und. Darum rede ich nicht. Jedem ist das überlassen. Nur wir müssen verstehen, da von diesen Sachen ernähren sich die Zellen. Und alle Zellen von deinem Kind und von dir auch haben eine ganz, ganz wichtige Aufgabe. Die Zellen teilen sich. Ja, und hier möchte ich ein ganz einfaches Beispiel bringen. Zum Beispiel, ihr seid Eltern und ihr wisst, wie ein neues Leben zustande kommt. Es gibt eine einzige befruchtete Zelle irgendwann mal am Anfang. Ja, und irgendwie in 9 Monaten wächst im Bauch von einer Frau ein Kind, ein Mensch, ja, wo alles fertig gebaut ist, das muss nur quasi wachsen. Wie geschieht das Ganze von einer Zelle zum ganzen ausgewachsenen Kind? Eigentlich durch Zellteilung. Und dieser Prozess hört nicht auf. Generell, das habe ich auch nicht ausgedacht, das ist so allgemeines Wissen, wenn man über zelluläre Ebene spricht, man weiß, dass die Zellen sich immer teilen. Das ist die wichtigste Aufgabe. Und ein Organ, egal ob bei Kind oder bei Erwachsenen, sogar bei Kindern würde ich sagen, das geht sogar schneller, vielleicht ist wirklich bei 3 Jahren, jedes Organ auf zelluläre Ebene verändert sich, ja? Wird einmal wie neu, ja? Weil Zelle stirbt, neu wird geboren. Und ich weiß nicht, wie alt ihr alle seid, ihr könnt schön mal ausrechnen, nehmt eures Alter, teilt durch 5 oder wenn ihr denkt, ihr seid relativ gesund, teilt durch 4, durch 3 und dann wirst du wissen, wie viel mal, zum Beispiel bei mir wäre das 7 und ein bisschen, ja, 7 mal, sage ich mal, nichts mehr von den Zellen, wie ich zur Welt gekommen bin. Und wenn dein Kind schon zum Beispiel 3 oder 6 Jahre alt ist, dann musst du wissen, so wie dein Baby zur Welt gekommen ist, da ist nichts mehr von dieser Zelle seit wahrscheinlich 2 Mal, wenn dein Kind 6 ist. Versteht ihr die Logik? So, und das ist nämlich eine sehr krasse Vorstellung. So denken wir gar nicht an unseren Körper, weil wir sowieso getrimmt sind, dass wir an Organe denken. Wir denken, ja, das Herz war doch schon immer da und die Leber und die Haut. Aber nein, unser Körper regeneriert nonstop. Und die gute Nachricht, bei Kindern passiert die Regeneration viel, viel schneller. Nur, wir müssen wissen, wie diese Zellteilung optimal funktioniert. Das ist der Trick bei der ganzen Sache. Deswegen, wenn auch Kinder, manchmal kommen Kinder krank zur Welt, ja, haben gewisse Probleme oder werden in der ersten Lebenszeit schon gewisse Probleme kommen, ja. Trotzdem ist es nicht hoffnungslos. Egal, um was es geht. Und das sage ich nicht einfach so jetzt aus dem Himmel gegriffen, sondern weil in meiner, 6,5 Jahre bin ich mit diesem Konzept unterwegs. Und Nicole ist auch schon sehr lange dabei. Wir haben schon so viele Familien gesehen mit ganz verschiedenen Diagnosen, die Kinder. Und wir haben sehr viele krasse Ergebnisse erlebt, dass Kinder gesund sind. Genau. Gehen wir weiter. Was gibt es denn noch eigentlich aus den Zellen? Weil wir haben gesagt, Zellen teilen sich, Zellen müssen essen. Und sonst gibt es im Körper von deinem Kind, von deinem Baby, nur noch Wasser.
Schaut mal, neugeborenes Baby besteht zu 90% aus Wasser. Hast du dir das so vor Augen geführt? Also ich, als ich meinen Sohn damals auf dem Arm hatte, dachte ich nicht, das wäre eine Pfütze, ja, mit zwei Beinchen. Das war alles fest und das war irgendwie, hat ja alles gewackelt und geschrien, ne? Und alles so fest, aber sogar Knochen. Wenn du denkst, Knochen ist das Härteste, was es im Körper gibt. Oder Schädel oder sonst noch, beim Baby vielleicht nicht, aber so, versteht ihr, ne, was ich meine? So Knochen. Knochen bestehen 30% aus Wasser und das ist auch nur Haufen an Zellen, ja. Und eigentlich, warum? Erwachsene werden ein bisschen trockener, ganz einfach, weil die wenig Wasser trinken, ja. Also man kann sagen, weißt du, das Baby kann man so vergleichen mit einer leckeren, saftigen Aprikose. Und was passiert mit dem Alter? Das schrumpft und wird zu einem Trockenfrucht irgendwann. So, deswegen, ich lasse den Klaus hier ein bisschen rumschweben. Und deswegen, ob du jetzt den Erwachsenen hier siehst oder Kindesorganismus, eigentlich auf zelluläre Ebene, wo nur Zellen und Wasser gibt, ist alles egal. Wir sind physiologisch alle so gebaut. Geht es darum, dass ich euch das an einem Anhang von einem Aquarium zeige. Unsere Zellen essen und trinken wie diese Fische und die Zellen schmeißen auch Müll ab, auch wie diese Fische tun. Und ganz einfach, wenn ihr so vielleicht einer von euch sogar Aquarium hat, wisst ihr, man packt nicht irgendwie zu diesem Aquarium statt Wasser irgendwie Capri-Sonne ein bisschen rein, ein bisschen Cola oder ein bisschen Milch oder ein bisschen Tee oder Kaffee oder sonst irgendwelche Getränke. Jeder weiß, die Fische können nur im Wasser leben und auch noch in einem bestimmten Wasser mit bestimmten Parametern, sage ich so. Ja? Jeder weiß, Fische werden nicht einfach an Currywurst knabbern und an Haribus lutschen und sonst was, ja. Fische werden bestimmten Futter brauchen. Und egal, wie perfekt dieser Zustand am Anfang ist, jeder versteht, man muss regelmäßig Aquarium reinigen. Und bei uns Menschen, ob Erwachsene oder Kinder, auf zelluläre Ebene sieht alles genauso aus. Unser Körper ist nicht angewiesen auf irgendein anderes Getränk wie Wasser. Du wirst überleben, oder deine Kinder werden überleben ohne Tee und ohne Saft und ohne Capri-Sonne. Aber dein Kind wird nicht gut funktionieren, wenn er nicht Wasser trinkt. Ohne Nahrung, ja. Kind kann sehr wohl oder ohne viele Zucker auskommen und anderen Sachen. Aber der Organismus von deinem Kind kann nicht optimal sich entwickeln, wenn nicht Kot der Zelle kommt. Weil daraus besteht der Organismus und du brauchst bestimmte und richtige Nährstoffe. Und es geht darum, wir müssen nicht nur für Kinder sorgen, dass die Kinder Hände waschen und Körperpflege, sondern verstehen, wie reinigt sich der Organismus von innen. Weil Körper gerade im Kindesalter produziert, darf ich das so direkt sagen, sehr, sehr viel Müll. Ja, unsere Kinder machen nicht nur Blödsinn oft, sondern Körper von sich produziert sehr viele Giftstoffe. Wohin? Zum Beispiel mit den abgestorbenen Zellen, mit Abfallprozessen vom Stoffwechsel und. Ja? Deswegen müssen wir verstehen, dass auch ein Kind physiologisch entgiftet, jeden Tag, solange dein Kind auf Toilette geht, Pipi Kacke macht, ja? So wie die Fische im Aquarium, heißt dein Kind entgiftet. Und es gibt Wir können also diese Prozesse unterstützen oder wir können so machen, dass diese Prozesse sehr verlangsamt laufen und dadurch entstehen schon die ersten Probleme und das kann schon im Kindesalter alles entstehen. Ich möchte ein bisschen mehr über Wasser heute sprechen, weil das ist das Wichtigste. Weil ich muss ehrlich sagen, ich habe ja zwei Kinder und ich habe sehr oft irgendwelche Kinder bei mir zu Hause, wenn meine Kinder aus dem Kindergarten oder Schule Kinder bringen und wenn die Kinder zu mir kommen, die kommen mit ihren Schultasche, die haben nicht mal Trinkflasche mit. Ja, also die meisten, nicht alle, aber so die, ne, wenn man sich so neu kennenlernt oder so, Kinder verabreden sich, Kinder haben nicht mal Trinkflasche. Das heißt, die waren in der Schule, keiner weiß, ob das Kind getrunken hat, die kommen zu mir nach Hause, sind bis zum Abend bei mir und die trinken kein Wasser. Und weil ich weiß, was Körper im Wasser bewirkt, dann schmerzt mein Herz, muss ich sagen. Und ich laufe hinter diesen fremden Kindern mit zwei Gläsern immer hinterher und sage, ja, trink mal ein bisschen. Ja. Und ich möchte, dass ihr dieses Verständnis über Wasser jetzt auch bekommt, weil Wasser ist nicht gleich Wasser. Wir Erwachsene machen deutliche Unterschiede, Qualitätsunterschiede beim Tee, beim Kaffee, beim Wein, bei allen alkoholischen und nicht alkoholischen Getränken. Aber wir denken sehr wenig über Wasser nach. Und ich möchte euch zwei Parameter von Wasser zeigen, die sehr, sehr entscheidend sind. Und ob du das weißt oder nicht, aber physiologisch ist Organismus von einem Kind
ist genau auf Parameter von diesem Wasser angewiesen. Das wirst du gleich so mit mir hier sehen. Also es gibt Säure-Basen-Haushalt oder Säure-Basen-Skala. Dieser Wert zwischen 7 und 14 nennt man einen basischen Wert und alles, was Richtung 0 geht, ist sauer. Eine Flüssigkeit im pH-Wert von 2,0 nennt man toxische Flüssigkeit. Das heißt, würdest du da was Lebendiges, ein Fisch, eine Zelle oder sonst was leben, wird sofort sterben. Und interessanterweise bei allen Kindern auf dieser Planet, ob die, weiß nicht, in Afrika, Amerika, Alaska oder hier Europa leben, wenn Kinder jetzt gesund sind, liegt Blutwert auch bei Kindern in einem Bereich von 7, vom pH-Wert 7,43. Das ist wie Körpertemperatur und Körper tut alles, um diesen pH-Wert vom Blut aufrecht zu erhalten. Warum das so ist, seht ihr gleich. Erstmal zeige ich euch ein paar Getränke, die wir auch sehr gerne den Kindern geben. Zum Beispiel, nun, vielleicht nicht alle, versteht ihr, wenn du sagst, ja, aber ich gebe doch meinen Kindern keinen Softdrink, ey, Hammer, toll, ne? Dann hast du schon ein Problem weniger, aber ich kenne leider auch sehr, sehr viele Kinder, die vielleicht nicht unbedingt Cola, aber Apfelschorle ist schon gar nicht so schlimm, so eine kleine Schorle, Saftschorle, ja? Aber schaut mal, wie hier steht, alle Softdrinks, aber auch Sprudelwasser, kohlensäureversetztes Wasser hat pH-Wert von 2,5. Und das ist, ihr Lieben, nicht weit von toxischer Grenze. Und es bringt einen heftigen Schaden für kindliches Organismus. Ihr werdet gleich merken, warum. Bei 3, pH-Wert 3, liegen alle Säfte, die du im Supermarkt kaufst. Bei 5 liegt Tee und Kaffee. Okay, das vielleicht trifft mehr die Erwachsene mit dem Kaffee. Und zwischen 6 und 7 liegt stilles Wasser. Manchmal sogar über 7, je nachdem, in welchem Bundesland man lebt oder in welchem Land man lebt. Ne? Da kann sich ein bisschen das variieren. Wenn man in der Regel so eine, Filteranlage benutzt, wird Wasser in der Regel sogar ein bisschen saurer. Und wie ernähren sich unsere Kinder? Meistens doch gekocht, gebratenes, ne? Also so meistens thermobearbeitete Nahrung. Und die ist in der Regel auch säurebildend. Was Richtung Basen geht, ist natürlich Rohrkost. Ja? Deswegen ist es schön, wenn man für Kindergarten, für die Schule ein bisschen so Äpfelchen, Möhrchen, ne? Also so diese ganze Rohrkost gibt. So, das ist schon mal gut. Nur generell die Frage, wie ernennt man sich? Weil zu dieser säurebildende Palette gehört viel mehr Nahrung, die wir Kinder geben. Zum Beispiel alles, was Mehl hat. Ganze Brötchen, Brezel mal so schnell auf die Hand, ne? Irgendwelche Salzstangen und. Säurebildend. Zucker. Heftig, also Zucker ist so eine säurebildende Lebensmittel. Alles, was Bonbon, Zucker, irgendwelche Schokolade und so, Kuchen. Und wie viele Kinder essen eigentlich jeden Tag Zucker? Könnt ihr euch vorstellen, dass es noch Generationen gab, wo Zucker ist ein gewaltiger Luxus war? Wenn da mal im Monat irgendwie was Süßes, so ein Kuchen war, es war wow. Ne? So, Kinder haben keine Bonbons und nonstop irgendwelchen Riegel oder weiß ich nicht, weit nicht so gegessen. Oder ne? Oder diese Quetschis, wenn ich sehe, so Kinder mit diesen Säften, wenn man nur Herstellung von diesen Sachen guckt, da gehen mir Haare zu Berge. Also sage ich immer, das ist heftig. Ne? So, also Zucker ist überall noch, ich sage schon gar nicht über versteckten Zucker. Ja, das müssen wir sehr stark reflektieren. Dann Fleisch, Milchprodukte, das gehört alles in säurebildende Palette. Und manche Kinder ernähren sich leider so, morgen schnell Nutella-Brot, zum Mittag gibt es eine Pizza oder Nudel oder so, ne? Und dann am Abend so Abendbrot, vielleicht was Warmes, weiß ich nicht. Aber in der Regel so ernährt man sich sehr stark von dieser Palette. Und es gibt auch leider sehr, sehr viele Familien, wo Kinder keinen Rohkost überhaupt essen, kein Obst, kein Gemüse. Und da gibt es Gründe und wir kennen uns aus und wir können sehr vielen Familien auch helfen. Okay, die große Frage generell, wie sollte Kind sich ernähren? Fragezeichen. Ich sage gesunden Ausgleich. Wir müssen nicht Rohkost fahren. Ihr kennt bestimmt so Ernährungsrichtung, Rohkostler. Es geht nicht darum, dass Kinder nonstop Rohkost machen. Es geht darum, dass man so einen ausgeglichenen Bereich hat. Ja? Auch wenn das 50-50 aussieht, hast du schon viel gewonnen, statt so, weißt du, 99% hier, einmal vielleicht ein Blättchen Salat einmal in die Woche, kann Gesundheit nicht funktionieren. Und warum nicht? Zeige ich euch, was hat dieses pH-Wert eigentlich mit deinem oder mit dem Kind überhaupt zu tun, anhand von dieser Pizza. Also Pizza, von den ganzen Zutaten, was Pizza hat, liegt eigentlich in sehr deutlichem sauren Bereich, sagen wir mal so im Bereich von 5. Und es ist so, alles, was dein Kind isst, das landet doch, wird verdaut und landet im Darm. Und auch feste Speisen
die werden durch Enzyme, Probiotika, ne, alles so verdaut. Und die ganzen Nährstoffe, alles, was Pizza mitbringt, das wird eigentlich, das vermischt sich mit dem Wasser. Und eigentlich ist das auch eine Flüssigkeit. Und diese Flüssigkeit wird pH-Wert von 5 haben, wenn du Pizza gegessen hast. Und dann nährt unsere Physiologie so, alles geht im Blut über. Und Blut zirkuliert im ganzen Organismus und bringt diese wertvollen Nährstoffe, aber auch ungesunde Nährstoffe, vielleicht Toxine, irgendein Müll, trotzdem zu den Organen, zu den Zellen. Ja? Und vom Blut wird alles ins Wasser abgeschmissen und daraus müssen die Zellen essen und quasi diese Nährstoffe aufnehmen. So, das ist ja, die Physiologie oder erste Hälfte von dem Stoffwechsel. Danach eigentlich, wenn Zelle gegessen, getrunken hat, schmeißt die Zelle Müll, das nennt man also Abfall von dem Stoffwechsel. Und dieser Müll muss entweder durch die Leber und Darm abtransportiert oder durch die Niere. Deswegen geht ein Kind oder ein Erwachsener auch auf Toilette, nachdem man auch was gegessen, getrunken hat, ja, dann nach einer Weile. Das nennt man Stoffwechsel. Und wenn wir jetzt diese Pizza nehmen und wie gesagt, Pizza ist pH-Wert 5 und Blut ist 7,43, auch beim Kind. Jedes Mal, wenn Blut, wenn diese Stoffe ins Blut gehen, was passiert? Müsste man sagen, naja, Blut vielleicht wird ein bisschen saurer, ne? Die Flüssigkeit wird verdünnt. Nur, wenn unser Blut bei 7,1 ist, also mini, mini kleine Abweichung Richtung sauer, würde auch ein Kind ins Koma fallen. Es ist lebensgefährlich. Ich mache absichtlich so eine Pause, damit vielleicht das auch mal erstmal sagt, was ich gesagt habe. Ihr Lieben, wenn Blut Abweichung hat zu 7,1, ist es Koma-Zustand. Ich denke, ihr denkt, was hat das denn? Mein Kind hat ja auch schon mal Pizza gegessen und vielleicht auch Cola getrunken. Ja, noch schlimmer, 2,5. Ist ja nicht tot umgefallen. Ja, dort nicht umgefallen, weil unser Organismus sehr viele Schutzmechanismen hat, auch bei einem Kind, was nonstop diese Säure gegenpuffern muss. Ja? Wenn etwas Saures in Blut kommt, damit Blut nicht übersäuert, schmeißt Organismus gewisse Mineralien ins Blut. Und diese vier basischen Spurelemente heißen Calcium, Magnesium, Natrium, Kalium. Es gibt nur diese vier. Und ich weiß nicht, ob euch das so bewusst ist, aber Calcium liegt zum Beispiel in den Knochen. Und Kinder, die nonstop saures essen, nonstop saures trinken, passiert so, dass die Knochen auch bei einem Kind sehr brüchig werden. Ich bringe an diese Beispiele eine kleine Geschichte von meiner Tochter. Einerseits war das eine sehr traurige Geschichte, hat mich sehr in Schock versetzt, aber andersrum habe ich einen sehr krassen Vergleich gesehen. Also zwei Ereignisse passiert in einer Woche. Meine Tochter ist aus dem zweiten Stockwerk von unserem Haus aus dem Fenster in den Garten gefallen. Das war eine Höhe von 5 Meter. Mein Kind hatte gar nicht. Ja? Ich war zum Unfallpraxis, ich war bei einem Chiropraktiker sofort. Ne? Mein Kind hat natürlich Schock, ich auch, aber es war nicht ein Kratzer oder ein Bruch. 5 Meter Höhe aus dem Fenster gefallen. Klar, wir haben das innerhalb von ein paar Tagen irgendwie verdaut. Ich war schockiert, wie sowas passieren kann, aber so sind die Kinder. Und Gott sei Dank, ich weiß nicht, ob dein Engel unten auf dem Boden lag und mein Kind ist da drauf irgendwie nett gelandet. So. Ich habe gesagt, das ist einfach übernatürlich, dass da nichts passiert ist. In der gleichen Woche, glaube ich, ja, so oder ja, das war innerhalb von, ich glaube, anderthalb Wochen. In der gleichen Zeit habe ich Besuch gehabt von einer Familie und ein Mädchen, was im gleichen Alter wie meiner Tochter ist, vielleicht ein halbes Jahr älter so, rutscht auf einer Decke, ja, die haben so gespielt mit den Decken, rutscht aus, fällt nur von der Höhe, wie ein Kind ist, auf dem Boden und bricht sich komplett den Arm. Notarzt, also boah, wir hatten da auch so einen ganzen Theater, was dazu gehört, das Kind müsste operiert, Gips getragen, also richtig schlimm. Und dann stand ich da und diese zwei Ereignisse haben mir viel zu denken gegeben, weil ich achte sehr doll, was mein Kind isst. Und meine Kinder sind eine mega tolle Esser. Die lieben Salat. Die kennen sich mit jedem Gemüse, Avocados und so. Und sie wissen, was gutes Fleisch ist. Die achten auf Qualität. Die wissen. Und die, es gibt Wochen, wo die überhaupt gar nicht nach Zucker fragen. Wollen die gar nicht, ne? Und es gab schon Situationen, wo ich gesagt habe, Kinder, sollen wir mal Eis essen gehen? Also das war eigentlich mein Mann damals. Die sagen, nee, Papa, wir bleiben zu Hause und spielen Lego, da essen wir Möhrchen. Ja, und dann bin ich nach dem Wochenende nach Hause gekommen, ich war verreist, die haben mir einen Sack Möhren aufgegessen, die haben Nein zum Eisessen gesagt, versteht ihr? So, und dann gibt es aber das Mädchen,
liebevolles Mädchen. Ich will die Familie auf keinen Fall irgendwie schlecht machen oder so, aber ich weiß, dass das Mädchen regelmäßig zum Frühstück einfach ein Nutella-Brötchen isst. Das Kind bekommt also kaum Nährstoffe, nur säurebildende Produkte. Was heißt das? Das heißt, dass bei einem Kind auch ist es möglich, dass Knochen viel, viel brüchiger sind. Ja? Ich habe auch schon Statistiken gelesen von Coca-Cola. Natürlich sind die so ein bisschen, ne? Muss man wissen, wo man solche Statistiken findet. Ich glaube, Norwegen haben die so viele Kinder gecheckt und die haben gesagt, Kinder, die regelmäßig Cola trinken, die Dichte von den Knochen war so schrecklich und die haben viel öfter Brüche, diese Kinder, Knochenbrüche. Und die Knochen verheilen sich oder die brauchen dreifache Zeit, um zu verheilen gegenüber den Kindern, die jetzt zum Beispiel nicht Softgetränke trinken. Okay? So, also kleinen Exkurs in Kalium, aber wir haben noch Magnesium, Natrium, Kalium. Also auf jeden Fall, was ich sagen will, wir müssen achten, was Kinder essen. Weil durch Übersäuerung oder durch säurebildende Produkte wird Körper automatisch ganz viele Mineralien, basische Spurenelemente verlieren. Und Magnesium liegt in den Muskeln, Natrium in der Niere, Kalium im Herzen. Und unser Kind hungert innerlich aus. Und es gibt sehr starke Folgeprobleme. Otto Warburg, sage ich ganz kurz, im Jahr 31 hat einen Nobelpreis bekommen. Er hat gesagt, wenn ein Organismus basisch ist, also im sauberen, guten Zustand, im basischen Milieu, kann keine Krebszelle sich vermehren. Falls ihr in der Familie jemand kennt, der Krebs hat und vielleicht habt ihr diese Ängste irgendwo im Hinterkopf, denkt, oh Gott, Krebs, ganz schlimm. Es gibt leider auch sehr, sehr viele Kinder, die Krebs haben. Ja? Wir müssen verstehen, es gibt keine Zufälle und Krebs ist keine angesteckte Krankheit. Es gibt Ursachen dafür und eine der wichtigsten Ursachen, die Übersäuerung. Ja? Und es gibt ein paar andere Gründe, warum noch Krebs entstehen kann. Nur, ihr Lieben, da Organismus von deinem Kind zu 90% oder 90 zwischen 90 und 80 beim Kind aus Wasser besteht, müssen wir verstehen, dass du nie durch Rohkost 80 oder 90% des Wassers basisch hinkriegen kannst. Ja? Du musst anfangen oder dein Kind muss anfangen, basisches Wasser trinken. Versteht ihr? Weil du hast Flüssigkeit, die basisch sein soll und das geschieht durch basische Spurenelemente. So, Sekunde, bei mir klingelt es, ich kriege noch Besuch, ich muss kurz die Tür aufmachen, Moment. So, ich wieder bei euch. Also, basisches Wasser. Und das ist das erste Parameter, was uns bewusst sein muss, was ein Wasser aufweisen muss. Okay? Dann gehen wir zu anderen Wert, was sehr, sehr wichtig ist. Denn das bioaktive Wasser, was in die Zellen geht, muss diese zwei Parameter aufweisen. Es bringt nicht nur basisch zu sein und es bringt nicht diesen Wert nur zu haben. Diesen Wert nennt man ORP-Wert, ganz kurz, oder auf Deutsch gesagt Ladung des Wassers. Alle Flüssigkeiten sind energiegeladen. Okay? Oder sollten energiegeladen sein. Und in den Zellen von deinem Kind, jede Zelle von deinem Kind, innen drin ist ja auch Wasser in den Zellen und diese Flüssigkeit liegt in einem Minus-Millivolt-Bereich. Ja? Zwischen minus 70, minus 50 ungefähr. Schaut mal, ich zeige euch noch ein paar andere Beispiele. Zum Beispiel Fruchtwasser. Und jetzt denkt zurück. Eine befruchtete Zelle und es gibt Wasser drumherum. Und jetzt muss die schnellste, die aktivste Zellteilung, was je in einem menschlichen Leben passiert, passiert im Mutterleib. Ja? So, das heißt drumherum Wasser. Und guck mal, Fruchtwasser liegt in einem minus 150 Millivolt-Bereich. Und da teilen sich Zellen nonstop in gewaltiger Geschwindigkeit, damit in 9 Monaten ein Mensch fertig ist. Ja? Dann geht Baby raus und wenn Zellteilung nicht gäbe, würde ein Baby oder ein Mensch in Form von Baby für immer so bleiben. Aber wir waren auch alle Babys und eure Kinder wachsen und gedeihen. Das bedeutet, Zellteilung läuft nonstop weiter. Und das geschieht optimal in einem Minus-Millivolt-Bereich. Nur wo ist das Wasser jetzt drin? In dem Körper vom Baby. Deswegen hat Baby 90% Wasser und drin Zellen, die zu Organen eingeordnet ist. Aber weiter geschieht diese Zellteilung. Wir müssen darauf achten, wie gut dieses Wasser ist. Und dieses Wasser liegt im basischen Bereich durch basische Mineralien und durch diesen Minus-Millivolt-Bereich. Deswegen, wenn schon
da drin Wasser minus 150 Millivolt war. Deswegen schaut mal, was kriegt ein Kind zu trinken vom Geburt an? In Regel Muttermilch. Muttermilch hat einen Millivoltbereich von minus 70. Da schließt sich der Kreis. Nur später, ich meine, wir können nicht lebenlang Muttermilch trinken, oder? Also ich hätte jetzt keine Lust auf Muttermilch. So, deswegen von Schöpfung her, vom Schöpfungsgedanke kommt danach was? Wasser, was im minus Millivolt geladen sein muss. Und deswegen, es gibt qualitative Unterschiede beim Wasser. Wenn wir über die besten Quellen dieser Welt sprechen, Abkhazien, Japan oder sonst was, dieses Wasser liegt deutlich in einem minus Millivolt-Bereich, zum Beispiel minus 400 Millivolt. Und das ist sehr, sehr wichtig. Nur, wer von euch lebt jetzt in Japan oder in Abkhazien oder in Tibet oder sonst wo oder lebt überhaupt am Bergwasser oder einer super tollen Quelle? Keiner. Wir haben in der Regel Leitungswasser, Flaschenwasser, irgendein Filter. Und dieses Wasser liegt in einem Bereich von plus 200, plus 300 Millivolt, ihr Lieben. So, genau. Und jetzt haben wir ein großes Dilemma, nämlich, wie kommt Flaschenwasser in die Zelle? Wenn in der Zelle minus Millivolt ist und die Flasche ist aber plus Millivolt. So, geht eigentlich gar nicht, deswegen muss Körper sehr viel Energie aufwenden, um dieses Wasser umzuladen. Und deswegen, das, was ich seit 6,5 Jahren trinke und was ich meinen Kindern gebe, geht es darum, dass wir basisches Wasser trinken. So, und energiegeladenes Wasser, genau. So, es gibt zwei Produkte, das gebe ich meinen Kindern seit Geburt an. Und die wissen es schon selber, die nehmen einfach stilles Wasser, packen da Tütchen mit Koralle, machen eine H-500-Kapsel rein und Kinder konsumieren ein Wasser wie von der besten Quelle dieser Welt. Also das ist jetzt zum Beispiel Onsenquellen in Japan, die sind so in dem pH- und OP-Bereich, wie ich gerade erklärt habe, aber was soll ich machen, wenn ich jetzt nicht in Okinawa in Japan lebe? Versteht ihr? So, auf dieser Insel leben 50.000 Menschen, die über 100 Jahre gesund werden. Also wenn du möchtest, dass dein Kind lebenlang gesund lebt, entweder schickst du in Okinawa oder du fängst so zu leben wie die Menschen auf Okinawa. So, und wenn man so sagt, weltweit gibt es 100.000 Menschen, die über 100 Jahre sind und gesund sind, dann Hälfte davon lebt auf dieser Insel. Also, du hast zwei Möglichkeiten, entweder Japan oder das gute Wasser trinken. So, ich werde euch gleich noch zeigen, was ich meinen Kindern zu trinken gebe, aber die ganze Gesundheit basiert sich erstmal, oder wir müssen erst bei dem Wasser anfangen, ganz einfach. So, deswegen gibt es zum Beispiel so ein Produkt, Hydramax, Pintokan ist wertvolles Kalium, also Kinder wirklich im Kindesalter, so Kindergarten brauchen das nicht unbedingt, würde ich sagen, Körper hat noch sehr viel Kalium, alles ist super, aber wenn du diese Box zum Beispiel dir besorgst, kannst du selber Pintokan zum Beispiel ausprobieren, als Erwachsener morgen so eine Brausetablette, also für mich ist das wie zwei Gänge höher schalten, also richtig cooles Produkt und die anderen Produkte kannst du deinem Kind geben. Generell Wasser, also Wasser ist nicht gleich Wasser, ich habe hier ein paar Beispiele gebracht vom Kosten, ja, zum Beispiel, wenn du auf so eine, das ist 0,75, aber sagen wir mal, wenn das der Liter wäre, wenn du hier eine Koralle reinmachst auf einen Liter oder maximal 1,5, ich würde sogar sagen, auf einen Liter ist besser, bist du bei 60 Cent pro 1,5 Liter sogar Wasser. Ja, also es gibt auch Menschen, die 50 Liter für Wasser bezahlen, ne? Pro Liter. Also es gibt natürlich krasse Unterschiede, aber meines Erachtens du bekommst nirgendwo aus irgendeiner Flasche besseres Wasser als das, was die Koralle in dem Moment macht. Ja? Ich habe noch verschiedene Vorträge und Videos, wo du über diese ganzen Parameter nochmal genauer angucken kannst. Und generell Lebenskunst bei einem Kind liegt darin, dass du Kinder, deinem Kind beibringen sollst, Wasser zu trinken, ja, weil die Kunst besteht darin, frei von Toxinen zu leben. Deswegen dieses Thema sauberes Essen, toxinfreies Essen. Ich meine, steril leben wir nicht. Und 80% der bekannten Toxine, die wir zu uns nehmen, durch Nahrung, durch Umluftgifte, durch weiß nicht was, ne, kommen eigentlich wieder durch die Niere. Deswegen müssen wir gut trinken. Und auch ein Kind muss schon trinken.
Und dann gibt es natürlich fettlösliche Toxine. Dafür muss Leber, Bauchspeicheldrüse, Darm arbeiten. Das geschieht auch durch Wasser, ihr Lieben. Damit Leber gut funktioniert, braucht sie Wasser. Damit Darm gut funktioniert, zum Beispiel bei oh, ihr Lieben, das ist so ein krasses Thema, fällt mir gerade ein. Ich hatte selber zwei Kleinkinder und ich hatte Hebammen, die mir erzählt haben, es ist normal, dass ein Kind, wenn ein Baby einmal in der Woche groß auf Toilette geht, ist normal. Leute, das ist also für diese Aussage, ich weiß nicht, was man mit diesen Hebammen machen muss, es ist nicht normal. Es ist physiologisch wichtig, dass jedes Kind, auch Baby, auch Kindesalter und sonst älter, jeden Tag groß auf Toilette geht. Dann spricht man von einer vernünftigen Darmfunktionalität. Wenn ein Kind Verstopfung hat, das ist genauso wie bei Erwachsenen, Kind vergiftet sich. Ja? Problem beim Kind liegt darin, Kinder, alle Hebammen sagen, Kind braucht kein Wasser trinken. Nein, früher hat man so gedacht, ja, früher, die Omis haben immer so Wasser dem Baby gegeben. Heute brauchen wir das nicht, weil die Wissenschaft, die moderne Medizin hat ja erkannt, dass die Milch so anders ist. Zuerst kommt Wasser wie Milch so dünn wie Wasser. Danach wird ein bisschen dickflüssiger und dann nochmal so wie richtige Speise. Also man braucht kein Wasser geben. Und diese Kinder haben alle Verstopfen. Wenn du als erwachsener Mensch aufhörst, überhaupt Wasser oder irgendeine Flüssigkeit zu trinken und isst nur Nahrung, du wirst Verstopfung haben. Warum? Weil Darmwand besteht aus einer Schleimhaut und das wird trocken. Der Darm trocknet aus von innen und natürlich wird die ganze Speise dort nicht richtig befördert. Das ist einer der Gründe, gibt es noch ein paar andere, werdet ihr gleich sehen. So, also ich kriege da wirklich so ein, weil ich weiß, physiologisch komplett unrichtig. Ich habe leider nicht gewusst und meine Kinder auch kein Wasser gegeben, weil ich fand diesen Argument, ja stimmt, ein bisschen scharf ist heute mehr, irgendwie cooler. Und ich habe meinen Kindern kein Wasser gegeben, nur bis meine Tochter dann, als sie geboren war, später habe ich den Cora Club kennengelernt und habe ganz anderes über Wasser verstanden. Und ab dem Zeitpunkt trinken meine Kinder Wasser. Und jetzt natürlich auch sehr viel mehr. Bauchspeicheldrüse, also jedes Organ, alle 5 Entgiftungsorgane, die Haut und alles braucht Wasser. So wie bei Erwachsenen, so bei Kindern. Und jetzt Frage an euch, was denkt ihr, wie viel Wasser muss ein Kind oder Mensch trinken? Ich glaube, die wenigsten von euch würden jetzt sagen, dass pro 1 Kilogramm Gewicht braucht ein Kind sogar mehr Wasser. Ich glaube, die wenigsten würden das jetzt so leicht antworten. Aber guck mal, pro 1 Kilogramm braucht ein Kind 50 Milliliter Wasser. Erwachsene eigentlich nur noch 30. Und das ist Mindestangabe. Wenn dein Kind zum Sport gegangen ist, geschwitzt oder mal krank ist oder irgendwelche Probleme noch vorliegen, mehr Wasser. Ja? Und wenn mein Sohn 1,5 Liter jeden Tag trinkt und er ist 8 und meine Tochter eigentlich auch, weil die immer die gleichen Flaschen eigentlich trinken, dann, wenn diese Kinder aus der Schule zu Besuch für die kommen, ja, und die haben nicht mal Trinkflaschen mit, dann verstehe ich, ich kenne mich einfach mit jedem Prozess aus, was im Körper passiert, wenn man nicht Wasser trinkt. Und tut mir das nur weh, ja, also das ist nicht ohne. Okay, also Thema Wasser habe ich jetzt abgehandelt. Jetzt möchte ich nur kurz in 2 andere Themen, wovon reinigen wir uns denn von innen? Weil von außen ist klar, ne? Wir müssen Haare waschen, Hände waschen, Zähne putzen. Ne? Da sind wir Eltern, was Körperpflege angeht, eigentlich alle aufgeklärt hier, zumindest in Deutschland, ne? Haben wir eigentlich keine Probleme. Aber wovon reinigen wir uns dann von innen? Und jetzt kommt das große Thema. Kennt ihr das Bild? Wie niedlich. Wie romantisch, also Männer können das auch. Es geht darum, um Parasiten. Ihr Lieben, ganz kurz, weil das Thema ist groß. Ich kann stundenlang nur über Thema Parasiten reden. Wenn ihr Wunsch habt und sagt, Julia, erzähl mir über Parasiten, schreibt mir, kontaktiert mich. Kontaktiert Nicole, Sabrina, Elena, also die Leute, die zum Team gehören. Wir können gerne so eine Schulung verpassen. Aber Thema Würmer und Parasiten sind ein krasses Thema. Es gibt so ganze Parasitenkongresse, wo Ärzte, die aufgewacht sind, nicht klassische Schulmediziner, sondern die ja, in dem Thema fit sind, halten sogar ganze Kongressen, wo sie erzählen, das parasitäre Welt ist real. Und fast jede Diagnose oder jede zweite Diagnose kann man auf die parasitäre Welt zurückführen. Und wenn du denkst, ja, woher hat mein Kind Parasiten? Ist ja komisch. Schau mal, klassisches Beispiel. Auf der Wiese spielen Hunde. Jeder in Deutschland weiß, ein Hund wird entwurmt. Und die Hunde billern da und kacken da auf der Wiese und dann kommt der Regen und dann spielen unsere Kinder sehr gerne im Matsch und
Versteht ihr? Ja, Hände rein. In Deutschland haben wir generell eine Kultur, dass keine Schuhe werden meistens ausgezogen. Man geht so in die Wohnung. Du bist früher auf der Wiese gelaufen, dann gehst du bei Fremden in der Wohnung. Und da gibt es ein Krabbelkind, ja. Also man kann nicht genug hinter den Kindern her sein und alles steril halten. Ich war auch keine so sterile Mama, die alles mit dem feuchten Tuch da gewischt hat, um alles sauber zu halten. Thema Parasiten ist ganz, ganz wichtig. Und wie viele Eltern, wo ich mit denen auch gesprochen habe, ja stimmt, mein Kind hat auch mal Würmer gehabt, ist das schlimm? Ihr Lieben, ihr versteht nicht, Würmer fressen so viele Nährstoffe von deinem Kind. Und dann fehlen deinem Kind Mineralien, Vitamine. Immunsystem fährt runter. Und das ist die Kinder, die irgendwie gefühltmäßig gar nicht mehr aus der Erkältung rauskommen. Ich habe Eltern kennengelernt, bei denen war Kinder einfach den ganzen Winter nur krank. Grüne Nase, immer Husten, immer schlapp. Auch dieser Zustand, dass ein Kind einfach nur schlapp ist. Antriebslos. Es ist nicht normal. Kinder sind nicht so. Klar, es gibt Kinder, die etwas ruhiger sind, etwas vielleicht aktiver, ne? Aber trotzdem rumhängen, lustlos sein, so. Oder diese Schwankungen in Aggressivität, dann schreien sie, dann, das hat alles Folgen. Meistens hat das mit mangelnden Nährstoffen zu tun. Und Nährstoffe entweder kommen die, weil wir keine Nährstoffe den Kindern geben, weil in einem Brezel, Entschuldigung, gibt es keine Nährstoffe. Ja? Weißer Mehl ist Müll. So. Aber auch, weil parasitäre Flora in dem Kind lebt, Parasiten, Würmer, und die fressen sehr viel weg. Okay? So, wenn du sagst, ach, wir haben keine Haustiere, wir halten uns weg von den Katzen, womit wird heute ein Salat gedüngt? Und vielleicht ihr Erwachsenen denkt an euch auch jetzt. Wir können sogar vom Salat uns einfach mit Parasiten anstecken. Okay? So, im Darm lebt, wie gesagt, was für Parasiten sind das? Es können Pilze, Bakterien, Würmer sein. Okay? Und normalerweise vom Erwachsenen zumindest hat man im Darm 1,5 oder sollte normalerweise 1,5 Kilogramm von gesunden Darmflora sein, aber oft gedeiht dort ganz andere pathogene Flora. Pathogene Flora bedeutet, dass diese Flora uns krank machen kann, weil auch Parasiten mit den Nährstoffen, mit dem Wasser, geht im Blut über. Ne? Und dann vermehrt sich das im ganzen Körper. Das heißt, alle Probleme, die wir bei den Kindern auf der Haut haben, zum Beispiel, egal ob das Neurodermitis oder sonst irgendwie heißt, es ist Frage von Pilzen, Bakterien. Würmer sorgen für Allergien, für Verdauungsprobleme, Verstopfungen wiederum, Durchfälle auch ganz stark, können also gerade Pilze verursachen. Pilze gehen an Gelenksubstanz, nur bei Kindern in der Regel regeneriert Gelenksubstanz doch noch schneller. Aber wenn das bei Erwachsenen dasselbe passiert, Erwachsene kriegen viel schneller Bandscheibenprobleme, Arthrose, ne? Rheuma oder so. Ne? Bei Kindern ist das seltener, weil Regeneration noch schneller ist. Aber dass die Ursache schon da ist, ist es definitiv. Zum Beispiel Husten, Asthma. Vielleicht kann auch Nicole gleich auch von ihrer Geschichte erzählen. Und darf ich mal kurz gucken, was der nächste Folie ist? Ah ja, genau. Und besonders auch die Kinder, die ganz schlechten Essverhalten haben, ihr Lieben. Ja, kennt ihr diese Kinder, die dann gar nicht essen wollen? Und ich habe Familie kennengelernt, die sagen, ja, also die ich auch betreut habe, die haben gesagt, ja, unser Kind isst nur Honigbrot und Gurke. Das ist alles. Kind isst sonst nichts. Honigbrot und Gurke. So, ne? Ich kriege dann immer so Ohren, ja. Und ja, und deswegen habe ich jetzt auch Lena hier. Lena, ich würde dich bitten. Lena habe ich auch vor vielen Jahren schon kennengelernt. Sie hat auch einen erwachsenen Sohn, einen jüngeren Sohn. Und der hatte auch sehr schlechten Essverhalten. Und ich wollte mal, dass Lena euch so 2-3 Minütchen euch erzählt, was da bei ihm alles passiert ist, was hat sie gemacht und wie ernährt er sich jetzt. Lena, würdest du, wenn du mich jetzt hörst, könntest du mal ein bisschen was dazu sagen? Ja, hallo. So, Sekunde, ich mache jetzt mal die... Stoppt das hier, dass man dich besser sieht? Ja. So, Lena, erzähl mal. Ja, hi. Ja, mein Sohn, der Jan, der ist jetzt mittlerweile 9. Der hat auch ganz schlecht gegessen. Und wir kennen Coral jetzt seit ungefähr 4 Jahren. Und vor 3 Jahren hatte er dann auch eine Parasitenkur gemacht und fand das am Anfang nicht so schön und musste sich natürlich auch Umstellung machen, was das Essen betrifft. Und aber so nach 3 Tagen hat er gesagt, naja, das geht
eigentlich. Man kann sich daran gewöhnen und irgendwie schmeckt das auch. Und das fand ich dann auch sehr schön, dass er das so selbst bemerkt hat, ne? Dass er das Essen auch ganz anders wahrgenommen hat und auch ganz anderes Essen gegessen hat, was er sonst gegessen hat, ne? Und das fand ich dann eben auch sehr interessant, so zu beobachten. Und er hat auch wirklich die 14 Tage komplett durchgezogen, was ich sehr erstaunlich fand. Und er hat auch immer wieder Fragen gestellt. In dem Alter, sage ich mal, fand ich das echt sehr schön, ne? Dass er sich da auch Sorgen gemacht hat und sich gekümmert hat und auch sogar in der Schule erzählt hat. Und ja, und da wurde ich auch ständig angesprochen von anderen Eltern. Und ja, das war dann so ein schönes Beispiel für mich auch, dass mein Sohn da echt sich Gedanken drüber gemacht hat. Und wir ziehen das jetzt natürlich auch regelmäßig durch. Und generell hast du gemerkt, dass dein Sohn dann einfach fitter, gesünder ist oder irgendwelche Ja, das auf jeden Entwicklungsschritte Fall. hat. Kannst du da Das nochmal auf jeden sagen, Fall. im Vergleich Also, zu früher? wir waren ja im Kindergarten, kannten wir ja das Programm noch nicht und da sind wir auch öfters krank gewesen, vor allem das erste Jahr. Und jetzt in der Schule, in der Schulzeit, haben wir jetzt auch jetzt in der Corona-Zeit nicht einmal nicht gefehlt, ne? Also das war echt, wir wissen ganz genau, was wir dann als allererstes machen müssen. Und ziehen das dann auch durch und er geht auch freiwillig und nimmt das sich selber schon und sagt dann auch, Mama, wir müssen mal wieder, ne? Und das finde ich dann echt super, ne? Also wir sind wirklich in den letzten 3 Jahren, wo seine ganzen Schulkameraden ja auch mal Schnupfen hatten oder auch positiv waren, haben wir Gott sei Dank alles gut überstanden. Wow, danke Lena. Also was sagt ihr? Also ich finde es stark, oder? Dass ja, Familien so Freiheit erleben und deutlich, deutlich gesündere Kinder haben. Danke Lena, dein Bericht war sehr Bitte. spontan, aber sehr schön. Vielen Ja. Dank. So, Bitte. warte. Genieß es, kannst du bitte da weitergehen? Warum? Nur weil ich hier jetzt mal was erzähle und nicht du. Nee, ich nicht. Gut. So, ich würde jetzt mal kurz nochmal zu der Präsentation zurückgehen, noch ein paar Sachen zu Ende erzählen und dann. Wo ist das nur? Oh Gott. Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Geht jetzt bitte ruhig. So, natürlich muss ich euch auch das zeigen, was parasitäre Flora füttert. Thema Parasiten. Und es gibt so viel Ersatz. Ja? Man kann statt normalen Zucker auf Ersatzzucker gehen, Xylit oder sonst was. Man kann statt Milch, statt Vollmilch, fermentierte Milch essen, die dient, also fermentiertes spricht, also Quark, Joghurt, das fördert gute Darmbakterien, ja, Darmbakterienwachstum. Und natürlich normale Vollmilch ist richtig schlimm, weil die füttert Bakterien, Parasiten, also Parasiten. Hefe ist das, was auch parasitäre Welt zum Wachsen bringt, gerade Pilze. Hefe ist sehr schlimm. Und klassischer Bäcker findet dort ein Brot, was nicht mit Hefe gemacht ist. Also sehr, sehr schwer. Aber es gibt natürlich Natursauerteigbrot. Man kann selber mit Backferment oder mit Natron oder mit was. Also gibt es genug Rezepte im Internet. Man muss nur das wissen, dass Hefe eben sehr schlecht ist. Und statt klassische so Kartoffel oder so, man kann, oder nur Nudeln, sage ich mal, wenn Kinder das essen, kann man sehr wohl auf andere kohlenhydrathaltige Getreide gehen, wie Reis, Buchweizen, Hirse oder sonst was. Okay. So. Genau. Und leider solche Bilder, ja, die sind jetzt nicht alle irgendwie mit Photoshop gemacht worden. Das ist das, was Zucker bei den Kindern auch ausmacht, ja. Nicht nur Übergewicht, nicht nur irgendwelche so, dass Parasiten nur gefüttert werden, sondern tatsächlich Kinder gehen in der Laune krass ab. Also ich kenne bei meinen Kindern so, ich sage immer, wenn Kinder mal am späteren Nachmittag sogar mal Zucker gegessen haben, weil wir meistens zu Besuch waren oder doch gibt es einen Tag, wo die dann mal Kuchen essen. Ich habe das Gefühl, ich habe am Abend zwei ADHS-Kinder, so wie man das klassisch sagt. Und ich sage das absichtlich, weil wir haben auch sehr viele Kinder, die auch mit den Problemen waren. Und wenn aber man Kinder entgiftet, Parasitenkur macht und Kinder anfangen, anders zu essen, gesünder zu essen, normalisiert sich auch ihr Verhalten.
Ja, deutlich. Und deswegen, ich kenne meine Kinder, wenn sie keinen Zucker essen, die sind schön, die sind ausgeglichen. Klar, dass sie mal Streitereien haben, ne? Aber ich meine, so von ihrem Gemüt sind die eigentlich ausgeglichen. Wenn Kinder aber Zucker konsumieren, die sind aufgedreht, die sind richtig krass drauf. Und wenn aber Eltern nonstop den Kindern auch Zucker geben oder lebender Parasiten, die nonstop auf diesen Zucker angewiesen sind und Kinder essen, weil sonst können die nicht ohne Zucker, dann verstehe ich, dass manche Eltern überhaupt ihren Kind gar nicht normal kennen. Versteht ihr? So. Deswegen denkt über Zucker nach. Das ist nicht nur so eine nette so Sache wegen, ach komm, ein bisschen Zucker, nur jeder jammert über zu viel Zucker. Nein, es ist wirklich, ist was Wahres. Aber genau, und dann in der Regel, wenn man Kinder beigebracht hat, Wasser zu trinken, ein paar Mal, also meine Kinder machen sogar 3 bis 4 Mal, sage ich mal, so Antiparasitenkur. Früher, wo sie klein waren, haben wir wirklich immer 4 Mal. Manchmal gehen wir auf 3 Mal im Jahr jetzt. Parasitenkur dauert so gute 3 Wochen oder einen Monat ungefähr. Wenn kleine Kinder sind, kann man so einen Wechsel machen, 2 Wochen Pause, dann wieder 2 Wochen wiederholen. Aber auf jeden Fall gibt es vielleicht nur insgesamt so, weiß nicht, 2 Monate, 2, 3 Monate im Jahr, wo Kinder antiparasitäre Kräuter nehmen. Und danach, wenn Parasiten weg sind, jetzt macht das Sinn, gute, schöne Nährstoffe den Kindern zu geben. Das ist diese kurze Zelle. Wo du diese guten Lebensmittel findest, entweder suchst du einen guten Bauer mit alten Sorten von Äpfel, wo noch viel drin ist, oder Aminosäuren zum Beispiel im Eigelb, im Honig, in Spirulina, ne? Oder du greifst auf verschiedene Nahrungsergänzung. Das ist dir überlassen, sage ich mal. Aber wir müssen verstehen, zu früh Nahrungsergänzung für Kinder macht nicht so guten Sinn, wenn da Parasiten leben, wenn Kinder auch kein Wasser trinken. Das wird nicht durchgehende Ergebnis bekommen, wie es sein soll. Ich finde Thema Nahrungsergänzung sehr gut, sehr einfach. Warum? Weil wenn ich meinem Kind ein bisschen Spirulina gebe und ich weiß, ich kann Coral Club 100% vertrauen, weil fast alle Produkte haben einen GMP-Standard, das ist einer der höchsten Qualitätssiegel für Lebensmittel. Ihr Lieben, GMP ist richtig krass, bedeutet Rohkost, ganze Herstellung, alles wird streng überprüft, Mitarbeiter werden ständig geschult, da werden also wirklich heftige Dokumentation geführt. Wenn du eine Spirulina, das sind Algen, die sehr, sehr viele Aminosäuren haben, Vitamine, Mineralien und so weiter. Wenn du Spirulina von GMP Standard bekommst, das ist mächtig überprüfte Qualität. Ja? Und das ist einfach für mich. Ich weiß, mein Kind hat Aminosäuren bekommen, dann gebe ich ein bisschen Vitamine, Mineralien. Es gibt ein paar gesunde Riegel, die Kinder einfach als Snack in die Schule mitnehmen. Ich gebe nicht Knoppers oder Milchschnitte, das eigentlich nur Zucker und Milch hat, ja, sondern es gibt eine gesunde Rohkostriegel, Kinder sind glücklich, die leben das. Zum Beispiel ganze Kindergartenzeit hatte ich solche Blocks mit solchen gesunden Riegel deponiert und die Kinder haben das im Kindergarten, wenn da so ein Geburtstagfeier war und jeder hat so Tüte mit irgendwelche Haribus und so ungesundem Zeug bekommen, mein Kind hat einfach eine Schokospirulina-Riegel gegessen und mein Kind war glücklich, ne? So, also ich gebe ein bisschen Fette, Fischöl, sehr wichtig auch für Kinderwachstum, Lecithin, ein bisschen Aminosäuren, also so nach Code der Zelle. Inzwischen, meine Kinder sind so erwachsen, die haben so eine Box, die trinken erstmal morgen ein großes Glas Wasser jeweils, dann eine kurze Pause, dann packen die Box und jeder nimmt das, was er will. Weil ich vertraue, dass meine Kinder sind entgiftet und ich weiß, wenn ein Körper entgiftet ist, Kinder wissen vom Bauchgefühl, was die in dem Moment brauchen. Und ich merke, dass mein Sohn manchmal auf eine Nährstoffe mehr geht und er nimmt so viel, wie er will. Ich mache da keine Grenzen, er nimmt, wie er lustig ist, weil ich dem Organismus vom Kind vertraue. Und da habe ich den besten. Wenn man nicht so machen will, sondern dem Kind jeden Tag Kapsel dosieren, könnt ihr natürlich auch machen, ja? Es gibt noch Proteinshake, das ist nicht nur für Muckis, für Sportler, Proteinshake ist mega Mahlzeit auch für die Kinder. Wenn ich zum Beispiel mit den Kindern 6 Stunden im Auto unterwegs bin, bevor ich auf einer Raststätte anhalte und Currywurst oder irgend sowas esse, das esse ich eigentlich nicht, ich habe einfach eine Proteinshake. Und wenn Kinder Hunger haben, die wissen schon selber, die machen Shake auf, ein bisschen Milch, ein paar Löffel Proteinshake. In diesem Proteinshake ist komplett ein Code der Zelle drin. Wenn mein Kind so einen Shake getrunken hat, dann weiß ich, dass meine Kinder in dem Moment mehr Nährstoffe bekommen, wie manche Kinder vielleicht im ganzen Monat.
Und das meine ich ernst, ja, so, genau. Dann ist noch wichtig, natürlich probiotische Darmflora, deswegen hier links oder von euch rechts, weiß ich nicht, hier, ne, diese Superflora, High Fiber, das sind Ballaststoffe, gerade nach einer Entgiftungsphase, Parasitenkur bei Kindern, wichtig, dass man probiotische Darmflora aufbaut. Aber wie oft so ist, ich habe ja auch, also wie gesagt, ich habe mit vielen Familien zu tun. In der Regel gehen, wenn nicht Ärzte, sondern die Eltern manchmal so aufgeklärter sind, die gehen dann auch nicht zu einem klassischen Kinderarzt, sondern suchen vielleicht eine Heilpraktiker auf. Und dann heißt das, ja, der hat mir Probiotika verschrieben. Ich sage, und womit mit den Probiotika? Mit guten, schönen Darmbakterien. Auf dreckigen Darm, wo Parasiten und Pilze leben, wo gar keine vernünftige Darmflora ist und du isst dann weiter Zucker. Das bringt gar nicht, ihr Lieben. Deswegen, auch Probiotika sind natürlich gut und wichtig, aber in einer richtigen Reihenfolge. Und deswegen haben wir diesen konzeptuellen Zugang. Die Lebensstimme bei Familie Draht habe ich damals geschrieben. Ne? Also meine Kinder, das war schon länger, also ich habe das vor längerer Zeit gemacht, aber im Grunde, die trinken immer bioaktives Wasser. Ich helfe dem Organismus mit Probiotika natürlich, mit Enzymen und Lecithin für die Leber und wertvollen Nährstoffen. Ja? Nur zwischendurch, das ist so eigentlich das, nur zwischendurch muss man Antiparasitenkur machen, ja? Weil wir leben nicht in einer sterilen Welt und das ist ganz wichtig. Genau. Hier ein paar lustige Menüs, so damit ihr auch fit, so Gespür bekommt, dass unsere Gesellschaft noch nicht reif ist für Kinderernährung. Wenn du in ein Restaurant hier in Bielefeld gehst, also ich kriege einfach nur Krise. Warum? Weil schau mal Kindermenüs von verschiedenen Restaurants an. Du siehst nur Nudeln, nur irgendwelche Chicken Nuggets. Wisst ihr, dass Chicken Nuggets aus dem ganzen Huhn mit Federn, mit Knochen, mit ganzem Schrott, was ein Huhn hat, mit billigen Hühnern hergestellt werden? Es ist nicht die Qualitätssiegel bei diesen Hähnchen Nuggets. Ne? Und Kinder kriegen viel zu viel. Wenn ein Kind so eine Speisekarte aufmacht, glaubst du, er wird mir noch einen Salat essen, wenn er schon diese ganzen Zuckerzeug da sieht mit Farben? Glaub mir schon mal gar nicht. Oder hier, was hatte ich, ein Bernstein? Kinder. Genau, vor allem in Bielefeld, falls ihr aus Bielefeld seid, ne, hier in Bielefeld kriegst du für Eltern auch ein Steak, Rind, Black Angus Rind, ja, so richtig teure und gute, also relativ gute Qualität vom Essen und Kinder kriegen wieder Hähnchenbrustnugget mit Currysoße, ne, was schon Glutamat und ganze Chemie drin hat, dann Bratwurst mit Pommes, Nudeln mit Tomatensauce, also eigentlich nur Gluten, Weizennudeln. Du kriegst nirgendwo Dinkelnudeln oder so für Kinder. Also nirgendwo vielleicht, ne, nimmt mehr. Nicht beim Wort, vielleicht gibt es doch schon Restaurants, wo es besser ist. So, deswegen gibt es noch mehr. Ah ja, hier Barcelona, guck mal, was hier. Pommes mit Ketchup, Spaghetti mit Butter. Naja, ein bisschen Fett noch dazu. Okay, Fett wäre das Schönste wahrscheinlich. Genau. Und also schlimm. Deswegen, wenn ich irgendwo mit Kindern essen bin, die kommen gleich mit Kindern mir und sagen, ja, das können Sie gleich mitnehmen, weil meine Kinder sind kein Mülleimer. Ja? Meine Kinder sind keine Mülleimer. Bitte, ich möchte nicht eure Müll, meine Kinder verspeisen. Deswegen, ich gucke immer von der Erwachsenenkarte und Kindern gebe ich ein vernünftiges Menü. So, jetzt sind wir bei diesem coolen Resultat. Ich würde mal Nicole jetzt noch zum Schluss bitten. Nicole, bist du soweit, ein bisschen was zu deinem Sohn zu sagen? Das sind die Bilder von Julian und Sabrina auch. Aber ich beende erstmal die Präsentation. Sekunde, ich gucke nochmal. Ja, also es gibt eigentlich hier nicht mehr viel zu sagen, damit man unsere Gesichter sieht. So, Nicole, jetzt bist du dran. Ja, gerne, genau. Unser Sohn war damals der Auslöser, wie wir zu dem Konzept gekommen sind und was unsere Familie einfach mal auf den Kopf gedreht hat, denn er hat angehendes Asthma und auch Neurodermitis diagnostiziert. Da war er 5, 6 Monate alt und wir haben natürlich ja, Krebs bekommen, ne? Cortison, wie das so ist, Cortison auch für die Lunge, direkt zum Inhalieren für so ein kleines Baby, wo wir ja, nicht so ganz happy damit waren und haben dann viel rumgedoktert und verschiedene Cremes ausprobiert und irgendwie hat nichts gebracht oder es wurde noch schlimmer und er hat immer dieses Röcheln auch auf der Lunge gehabt, also es hörte sich manchmal wirklich schlimm an, wie so ein Mops, ne? Diese Hunde, die einfach so schlecht atmen können. Und im PKIP-Kurs bin ich dann auf das Konzept hier aufmerksam gemacht worden, dann habe ich mich sehr lang damit befasst und gedacht, okay,
Na, was ist das überhaupt? Wie läuft das ab? Weil der war ja noch wirklich sehr klein, hat noch nicht mal mit der Beikost zurecht gestartet. Und als er 9 Monate war, haben wir dann angefangen. Und nach 2 Wochen war seine Lunge frei. Er konnte durchatmen, es war nichts mehr zu hören, es war unglaublich. Und die Haut hat dann nochmal so einen Durchlauf oder 2 gebraucht, also einfach ein bisschen länger. Und wir sind jetzt 2 Jahre soweit frei und haben unseren Weg gefunden, wie wir ihn dann unterstützen konnten oder wie wir uns generell als Familie unterstützen, weil das einfach so unser Lebensstil geworden ist. Also es ist ganz normal, dass wir Frühjahr und Herbst einfach uns entgiften und diese Kuren machen und der, unser Sohn zieht mit und trinkt das Wasser ausschließlich und das ist der absolute Gamechanger für uns gewesen. Ja, danke Nicole. Also ich denke, euer Ergebnis an sich, ne, ist schon so stark und es gibt so viele Menschen da draußen, die eigentlich diese Information brauchen. Genau. Aber wir haben hier noch Sabrina. Wo ist die? Sabrina, würdest du mal ein bisschen... Die ist schon offline. Ich denke, die musste jetzt die Kinder ins Bett bringen. Na, schade, schade. Aber Sabrina hat ja auch eine starke Geschichte, aber das behalten wir vielleicht für nächsten Zoom dann. Ne? Okay. So, also ich bin eigentlich so am Ende mit meinem Thema. Was gibt es noch zu sagen? Also eigentlich, wie gesagt, wir leben dieses Konzept, in dem wir Wasser trinken, zwischendurch Körper sauber halten, entgiften, ja, Parasitenkur machen bei den Kindern und sonst dafür sorgen, dass, wie gesagt, gute Nährstoffe Kinder zu sich nehmen, weil Körper entwickelt sich, Körper muss wachsen, alles muss gut funktionieren, Immunsystem muss stark sein und sogar Wasser ist schon direkt ist ein wichtiges Element, wo Immunsystem sich wohlfühlt, weil Immunsystem sind nur Zellen, die ganzen Erreger abfangen müssen. Das funktioniert in einem flüssigen Milieu viel besser als in einem übersäuerten, dreckigen, voll mit Parasiten. Versteht ihr so? Genau, deswegen würde ich sagen, wir lassen jetzt noch 5 Minütchen für irgendwelche Fragen. Wir können das auch, ich werde die Aufnahme jetzt beenden. Für die ganze, die Video gucken, tschüss, tschüss. Und wir machen dann ein paar Fragen vielleicht beantworten, genau.